Es gab zum Beispiel den Sänger Prince, der mit, zusammen mit Justin Timberlake auf einer Bühne in Los Angeles gearbeitet hat, aber Prince war schon längst tot. Und daher kam diese Idee, wenn man, sage ich mal, schon nicht mehr lebende Personen auf eine Projektionsfläche holografieren kann, warum kann man dann nicht ein Tier oder ein Pferd oder ein Elefant etc. auf so eine Fläche bringen? Und daher ist diese Idee eben entstanden. Natürlich sind die Kosten auch nicht unerheblich gewesen, denn 8 oder 10 Pferde zu haben, kostet natürlich Geld. Man muss Stallungen haben, die groß genug sind, das Futter und so weiter. Das war ein Aspekt. Man muss aber auch dazu sagen, dass eben Roncalli ja immer etwas Neues gemacht hat in den letzten 45, 46 Jahren, seit es eben Roncalli gibt. Und wir haben dann eben gesagt, es ist nicht mehr so wichtig, ein echtes Tier in der Manege zu haben. Imagination is the limit, so whatever you can imagine, and it can be created by an animator, by a graphic designer, then it can be also shown up in a circus show or in any hologram show. Ich finde, Tiere gehören in die Freiheit oder in den Zoo. Und die Akrobatik, die hier geboten wird, ist so fantastisch, ist so spannend. Ja. Sie ist so, dass man mitgerissen wird und wirklich...